Hallo und herzlich willkommen bei Center TV Ruhr im Reviergespräch. Mein Name ist Friedhelm Görgens und wie immer im Reviergespräch interessante Gäste, weitgereiste Gäste. Heute hier bei uns die Sängerin, Texterin, Komponistin Maria Dangel. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Und wir fangen heute ungewöhnlich an, indem wir mal in Ihre allerneueste Single ganz einfach reinhören. Love is a watch to show the hour. When it's broken, life runs slower. So many words, and they're spoken in vain. Now I feel how they turn into pain. The memory of you, and I stand there frozen. Love is the mirror, my past is calling. And when it's broken, nights turn into morning. And so I try to hold in a frame shattered dreams and thoughts that remain. The memory of you, and I stand there frozen. I watch you disappear. My eyes find back their tear. For now you want me dear. And once again I'll face alone the heaven of Milan. No. Das war eine Weltpremiere im Reviergespräch. Danke schön, A cappella. Wir sind völlig überrascht. Das war ja ich bin Tina auch Turner, Bonnie Tyler, alles zusammen. Ja, so spontan habe ich da so einfach A cappella gesungen. Habe ich noch nie gemacht vorher. Das ist ja prima. Das gelingt auch nur im Reviergespräch. Reviergespräch für eine junge Dame, eine junge Sängerin, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommt. Sie hat eine bestimmte Verbindung zum Ruhrgebiet, darauf kommen wir später, sondern die geboren ist in den 70er Jahren in Tallinn, in der heute unabhängigen Republik Estland. Wie kommt man dann nach Deutschland? Also das Leben bringt uns manchmal sehr weit. Man kommt nach Deutschland zum Beispiel mit dem Schiff. Mit dem Schiff gekommen, ja. Nicht mit dem Flugzeug. Nein, genau, gerade mit dem Schiff. Zu dem Lied müssen wir was sagen. The Heaven of Milano, der Himmel von Mailand, würde man in Deutsch sagen. Genau. Und das haben wir natürlich jetzt nicht gehört. Da gibt es einen berühmten Mitinterpreten. Das ist, Sie sagen den Bobby Namen. Kimball. Bobby Kimball, für die Toto-Fans ein Begriff. Er war ja der Sänger, oft auch Komponist, bekannter ja. Lieder wie Africa. Africa, Rosanna, Hold the Line. Also für unsere Toto-Fans, es gibt bald ein Comeback von Bobby Kimball, auch hier bei uns in Deutschland, mit Maria Dangel. Wie haben Sie kennengelernt? Wir haben uns ganz zufällig kennengelernt, das war in Köln sogar. Während eines Abends, Musikabends. Also normal die Kollegen haben wir uns kennengelernt, über Musik geredet. Haben Sie Musik gespielt, gemacht. Gesungen, hat er Sie ja. gehört oder Sie ihn? Er hat mich gehört und dann wollte er dazwischen kommen. Und da habe ich ihn sogar nicht erkannt, der ganze Gag dazu. Und habe ich ihn einfach wirklich ja, zu meinem Charme später hinten weggeschickt. Hat er sich entschuldigt und dann irgendwann später stand ich auf und habe ich dann gesehen, ganze Toto-Band, habe ich mich dann anschließend entschuldigt, haben wir diese Freundschaft da angefangen. Unter diesen Umständen. Und dann hat er dasselbe empfunden, was wir wahrscheinlich und auch viele Zuschauer jetzt empfunden haben, als sie plötzlich A cappella live loslegen. Ja, dann späterhin hat er einfach sich ans Piano gesetzt und wir haben zusammen etwas
gesungen, gemacht. Gejammt. Gejammt und sowas. Und dann haben wir auch anschließend an einem Projekt gesprochen, das wir dann irgendwann verwirklichen wollen. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt ist die Single da. Ja. Die Single gibt es noch nicht draußen im Handel, aber schon online. Schon online. Und ich glaube, online, da kann unsere Regie eine Adresse einblenden, die Homepage von Maria Dangel. Wer das jetzt gehört hat und sagt, das will ich mir aber in der ganzen Länge mal anhören. Wie lang geht das Lied? 4 Minuten, 44 Sekunden. Und Toto-Sänger Bobby Kimball und Maria Dangel. Uns interessiert aber nicht Toto heute, sondern Maria Dangel natürlich. Wie bekommt man eine solche Stimme? Ich habe sie selbst schon auch auf der Bühne gehört. Wie lernt man so gut Klavier spielen? In der Schule. In der staatlichen Musikschule in Tallinn. Das war wann? Ich war 7 und da habe ich meine erste Unterrichten angefangen. Also ob ich darf jetzt, ich entschuldige mich. Gar nicht, wunderbar. Ich habe Aussprache oder manchmal mache ich auch sogar Fehler. Und ich hoffe, dass das Publikum mir das verzeiht. Weiterhin, also ab dem 7. Lebensjahr habe ich mit Klavier angefangen. Es war sehr professionell gerichtet schon damals. Wir sollten seriös jeden Tag üben, so bis jeden zu 5 Stunden, ja fast. Wie lange? Bis zu fünf Stunden pro Tag, mit Pausen vielleicht. Und das war wirklich, das haben wir damals Quälerei genannt. Also war, aber, ist dann die Musikbegeisterung nicht ausgetrieben worden? Nein, ich habe aber was anderes immer geliebt. Ich wollte immer Lieder spielen, was ich so rumhörte, zum Beispiel Beatles. Yesterday. Oh. My Troubles. All my troubles seem so far away. Und sowas. Dann habe ich mir selbst die Akkorden, wie heißt es, also selbst nach Gehör gespielt, ja, praktisch. Und unsere Lehrerin hat damals das wirklich streng verboten. Ach, ja, doch. Nur klassische Musik, oder? Ja, sie meinte, dass es jetzt professionellen Studien etwas stören konnte. Oder wenigstens nach dem Unterricht. Und wo, so jede letzte Minute haben wir dazu genutzt. Und sobald sie mal aus dem Raum war. Genau. Immer sofort mal wieder versucht. Genau. Das war schon Spaß. Aber jetzt verstehe ich nachhinein, dass ohne diese Strengheit, sagen wir so. Strenge. Also Strenge. Und zu Hause hatte ich genau meine Mutter auch, die. Die war doch auch sehr musikalisch. Ja, ich war selbst sehr musikalisch und. Was hat sie genau gemacht? Opernsängerin. Ja. Sie hat das aber als Beruf nie ausgeübt. Mit jungen Jahren hat sie aufgehört. Sie hatte wirklich sehr schönes lyrisches Soprano. Und dann ihr ganzes Wunsch war, dass ich praktisch mit der Musik. Soprano. Also, ob ich jetzt singen würde oder Klavier spielen oder irgendwas mit der Musik. Also, sie hat das auch gefördert und nicht behindert. Ja, unheimlich viel. Also, muss ich das ihr wirklich verdanken. Nun ist ja, damals gehörte ja Tallinn noch zur Sowjetunion, wenn man so sagen darf, war russisch dominiert und die Russen gelten ja ohnehin als große Musikkünstler. Ja, muss ich sagen, also Moskauer Konservatorium, wo ich übrigens auch einmal war, ich war damals 13, ich sollte da eigentlich weiter studieren und da kommen einfach die Koryphäen klassische Musik her, wie Leonid Kogan. Ja. Nicht getraut Richter, oder gesagt? Richter ist der, also wirklich ein deutscher Name, würde ich sagen. Ja, das wäre Svjatoslav Richter, der ist aber in Moskau, also kommt auch aus Moskau. Also Hillels, auf Deutschland würde es Hillels heißen, glaube ich. Also ich würde jetzt nicht viele Namen nennen müssen, aber wirklich die viele besten Musiker aus der klassischen Musik kommen aus Moskau. Und ich hatte, also mein Professor in dem Konservatorium war auch so einer mit der Schule aus St. Petersburg damals. Aber irgendwann ging das raus aus der Klassik und dann eher zur populären Musik. Was war der Grund? Dass ich plötzlich, also wie ein, wo ich das schon mal durfte, selbst zu entscheiden. Dann habe ich plötzlich gesagt, jetzt Schluss mit der klassischen Musik. Was heißt Schluss? Jetzt möchte ich was anderes machen, das ist für mich aber sehr gute Schule gewesen, womit man wirklich alles